Hallo Leute und herzlich willkommen bei Resident Evil 6. Und ihr seht schon rechts markiert, es geht weiter mit der freigeschalteten Kampagne mit Ada Wong. Auf dem PC ist sie schon freigeschaltet von Anfang an. Auf der Konsole müsst ihr das freispielen. Dann müsst ihr nämlich erst diese drei Kampagnen durchspielen, nämlich Leons, Chris und Jax. Aber nachdem wir das nicht müssen, Leons Kampagne läuft ja noch. Ihr seht, wir haben wieder 5 Kapitel. Und ich würde sagen, wir starten einfach und gucken einmal, was bei der guten Ada Wong so vor sich geht. Ada Wong ist die einzige Kampagne, die man nur solo spielen kann. Da gibt es keinen Koop-Partner, nix. Und deswegen sage ich jetzt mal viel Spaß beim Intro von Ada Wongs Kampagne. Simmons. 801. It's been a long time. Not long enough. I see you still like to play games. Old habits. Besides, a phone call can be so impersonal. What is it you want? I received some very interesting intel on you, Miss Wong. Intel that will greatly influence your future. Curious? Not in the slightest. I'm just here to find out what you're up to. Then by all means, proceed. So you know, level 4 requires a handprint for access. I've made sure you'll be recognized. You've got my prints on file. You're not playing around, are you? Oh, I've got much more than your prints, Miss Wong. You'll see. Good luck. All right, Simmons. Let's see what you're hiding. Vermeiden Sie es, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und wir spielen mit der wunderschönen Ada Wong. Jawohl, ja. Was hat denn die Gute dabei? Wir haben ein Feuerspeier 50 und die Armbrust. Ich denke mal, das ist das, was ich benutzen sollte. Explosivgeschosse wahrscheinlich. Pfeile normal. Und sonst. Oh, was habe ich denn hier noch? Brandgranate und sonst nichts mehr. Okay. Also, es geht um Simmons und Ada. Und wir sind auf einem U-Boot, so wie es aussieht. Und das U-Boot hat 4 Ebenen, das haben wir vorhin schon gehört. Und mein Handabdruck ist auch schon freigeschaltet, das finde ich super. Das ist ja mal eine hübsche Position. So, wir sollen keine Aufmerksamkeit erregen. I suppose I could go introduce myself, but I don't want to fall behind schedule. Habe ich das Stealth-Kill? Ah, ich habe Stealth-Kills.
Jawoll, Handgranate, das ist super. So, ich denke mal, durch diese Sicherheitsschranke sollte ich nicht durchgehen. Das könnte vielleicht tödlich enden, beziehungsweise den Alarm auslösen. Natürlich immer sehr praktisch. Das war die Hintergrundkamera. Auch sehr praktisch, dass da einfach ein Gang vorbeigeht um die Laserschranke. Ne, das ist schon sehr gut Design. So, wir warten einmal, bis er sich umdreht. Oder auch nicht. Und machen ihn einfach kalt. Sehr praktisch, dass ihn keiner schreien gehört hat. So, wieder ein paar Pfeile. Oh, er kommt ums Eck. Das sind ja keine Pfeile. Armbrüste benutzen ja Bolzen. Ich denke, das war's mit Stealth. Kommt noch einer, ich höre ihn. Oh! Boah, die Ambrose ist vielleicht heftig. Ey, da macht keine Gefangenen. Oh, oh. Ich wollte gerade sagen, ich könnte Probleme haben. Wo kommst du her? Moment, ich gehe mal wieder ein Stück zurück. Da kommt mir einer entgegen. Hallo? Ich gehe mal davon aus, dass es nicht gut ist, was ich hier fabriziere. Autsch. Ich sage jetzt mal, man hat schon verloren, wenn man entdeckt wird. Ich habe zwar noch 5 Heilsachen, aber... Warum das nicht so durchgeladen, wie ich mir das vorstelle? Ekligen Gruselkäfer da immer. Tja, so viel zu meinen Bolzen. So viel zu meiner Munition und so viel zum verkorksten Start in die Ada Wong Kampagne. Muss ich jetzt schon mal sagen. Ja, er schießt mich doch. Gott, ist das eine Blamage. Aber okay, ja. Vermeiden Sie es, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Ja, Ada hätte ein bisschen mehr Munition mitnehmen können, oder? Wäre das zu viel verlangt gewesen? So ein tausender Päckchen Kugeln oder Bolzen oder so? Aber gut. Hauptsache ihr Outfit stimmt. Lederhose und rotes Hemd. Ada reist eigentlich immer mit Style. Well, I suppose I could go introduce myself. But I don't want to fall behind schedule. Wenn ihr euch erinnert an Resident Evil 4 in diesem langen roten Kleid. Das war schon hübsch. So, wir probieren das Ganze nochmal. Jetzt ist mal ein bisschen stealthiger vielleicht. Kann ich da durchschießen? Naja, könnte ich wahrscheinlich schon, wenn ich treffen würde. Jetzt kommt er nicht mehr, oder? Ja, ich kann durchfeuern. Sehr praktisch. Ich finde die Armbrust so dermaßen cool. Die hat mir Resident Evil 4 schon gefallen mit den Explosivgeschossen. Jaus, dann hätte ich jetzt beinahe nicht gesehen. Toiletten? Wer braucht denn sowas? So, wir gehen mal ganz langsam hier vor, ja? Die gute alte Schleiche. So, wo ist er? Da ist er.
Wir machen das wie in Metal Gear Solid oder Splinter Cell. Alles schön langsam und vorsichtig. Ich glaub... Cool, ich kann an die Wand tackern. Das wusste ich gar nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe keinen Alarm ausgelöst. Aber ich habe keine Bolzen mehr. Das ist natürlich schlecht jetzt. Komme ich jetzt durch das dritte Tor? Ah, hier entlang. Ach, hier unten. Das sieht man aber ziemlich einfach. So, wir gucken Ada ein bisschen auf ihren Hintern. Wenn die Kamera schon so steht. Ich meine, warum denn nicht? So, hier unten lagen mal ganz sporadisch ein paar Bolzen. Da wollte ich doch gleich mal einen verschieße, ja? Eigentlich wollte ich sagen einen nachlege, aber das hat sie automatisch gemacht. Das wusste ich nicht. Das wusste ich wirklich nicht. Oh, Armory. Noch, ne? Nach oben? Waffendepüchchen wäre schon gut. Wie tief die springen kann, die Frau, ohne dass sie sich die Hacken abbricht an den Schuhen. Stöckelschuhe vor der Winde. Wir sollten alle Stöckelschuhe tragen, das sind viel, viel besser als Turnschuhe. Ah, es hat den Enterhaken wieder dabei. This must be the new breed I've been hearing about. The new breed. Wer mich nicht sieht? Dumm ist er schon ein bisschen, oder? Die neue Brut. Könnte ich mich wahrscheinlich verstecken, wenn ich wollte. Was ich natürlich nicht will. Oh. Du bleibst tot, ja? Dass du mir da jetzt noch Gegner alarmierst. Was? Wie können die mich sehen? Ja, genau. Ihr seht mich. Ihr habt mich gehört, oder was? Aua, 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 aua. Bang! Wie die Waffe einfach keinen Schaden macht, dass die dabei hat. Hallo? Der Wurm ist. Ja, jetzt habe ich schon wieder verkackt, weil ich... Na, komm her. Das ist dumm. Warum habe ich eine Uzi dabei, die keinen Schaden macht? Kann mir das einer erklären, bitte? Muss ich nicht verstehen wahrscheinlich, aber okay. Wobei ich auch nicht verstehe, wie mich die vorher gesehen haben, aber... Ich stand hier, die haben mich gesehen. Wie das geht, keine Ahnung. Aber okay, machen einfach mal weiter. Als wäre nichts passiert, wir haben keinen Alarm ausgelöst, Gott sei Dank. Ja, was? Nee, hier gibt's nichts. 33 Meter diese Richtung. Damn it, an alarm. Na, wo soll ich jetzt hin, bitte?
Wie kann mich der da sehen, bitte? Ja. Ach komm, das ist schon wieder lächerlich hier. Da stehe ich ums Eck und der sieht mich, hä? Das kann doch gar nicht funktionieren. Ich habe schon wieder keine Munition. Ich finde das immer toll, wenn Spiele Schleichpassagen haben, die nicht wirklich funktionieren, ja? Sei es durch schlechtes Design oder Störung. Ich kann mich nicht mal richtig ducken in dem Spiel. Ah, wir machen eine Schleichpassage, warte mal nicht. Weil Resident Evil braucht unbedingt eine Schleichpassage. So, tiefer hinab in das Rattennest. Im wahrsten Sinne des Wortes, da waren sie sogar Rattis. Warum wäre diese wunderschöne Kamera? So, wo sind wir denn hier? In einem schön eingerichteten Zimmer. Das ist mir suspekt. Erinnert mich jetzt spontan Resident Evil 4 vom Stil her. Das soll ich never did have taste, did you, Simmons? Gibt's hier überhaupt nichts? Hässliche Stühle. Komisches Bild von der Frau im Wasser, aber das glaube ich hat jetzt nichts mit unserem Ding zu tun. Was haben wir denn hier? Die Tür ist zu, oder? Ja, natürlich ist sie zu. It's locked. This is going to require a little effort, I assume. Oh. Knacken Sie den Zugangscode für den Raum. Aua, warum schockt mich das? Ich werde es mir doch nur angucken, hä? Hier sind diese komischen Terminals. Okay, ist auf jeden Fall ein Rätsel. Die Frage ist, was soll ich da machen? Ich kann nicht mal untersuchen oder sowas. Ah, was haben wir denn hier? The view is blocked. Ich sehe nichts. Okay. Ah, da ist der Kopf davor. Jetzt haben sich die Hörner gedreht, okay. Sehe ich jetzt was? Tatsache, jetzt sehe ich was. Ah, genau das Gegenteil. Und statt dem schönen Wald sehen wir jetzt tot. Überall Skelette und den Raben oder Falken oder was das ist. Ein Adler vielleicht. Aber was sagt mir das jetzt? Das sagt mir, dass hier ein Adler ist. Den sehe ich so auch. Warum drückst du den Knopf? Bist du bescheuert oder was? Was soll mir das denn da bringen? Du musst ja die Dinger irgendwie drehen können, oder? Oder... Ah, jetzt kann ich hier... Ach, da dreht sich das Ding da vorne. Ich denke mal, ich muss den Adler nachbauen, oder? Hier, das. Das ist schon mal das Mittelstück. Genau. Ich muss hier nur diesem Adler nachbauen. Das ist es nicht. Das ist Teil eines Fisches. Das ist der Flügel, genau. Auf der Seite waren auch noch zwei. Das ist gleich auf Anhieb das Richtige. Dann brauche ich eigentlich nur noch die Spitze des Flügels. Das hier. Dann müsste das doch eigentlich passen, oder? Yep. Ja, wunderbar. War gar nicht so schwer. Well, that was a pain in the ass.
Ja, es war ein kleines Stück Arbeit, Ada, aber es war nicht schwer, das kannst du nicht sagen. I'm guessing teamwork isn't a strong point around here. Ach hey, ich sollte aufpassen, wo ich hintrete, oder? Okay, also diese Platten lösen die Selbstschussanlagen aus. Und das Ding wahrscheinlich auch, oder? Tatsache. Offing your own crew's gotta be bad for morale. Frage ist, jetzt kann ich da einfach so... Aha! Vorbeigelaufen. Mann, bin ich gut. Oh, mein Telefon läutet. Ah, Moment, Leute.